Ja, hallo und ein herzliches Willkommen zurück hier zu den Chroniken von Hohenstein. Und ja, es geht wieder weiter und wir sind immer noch auf der Reise nach, wie ist dort eigentlich nochmal? Irgendwie Nach Werkstätten. Bergstetten, genau. Immer noch auf dem Weg nach Bergstetten Richtung Osten. Und ja, in der letzten Folge sind wir durch das Bergbiom gelatscht und haben hier ein wunderschönes Blumenbiom gefunden. Und ja, das ist noch die gleiche Aufnahmesession. Das heißt, ich kann leider nicht auf euer Feedback und eure Kommentare eingehen. Aua. Jo, gut, dann würde ich sagen, Leute, latschen wir weiter hier. Gegen Sonne. Durch die Blumen, genau, gegen die Sonne. Richtung Osten. Hinten leuchtet eine Tulpe. Kann das sein, dass hier ein Lava ist? Nee. Das Nee, ist glaube ich nicht. Sonnenlicht zwischen den Ästen. Ja, der liebe Cedric, der nimmt mir nämlich mit Shader auf. Das heißt, ein Grund mehr für euch auch mal bei ihm vorbeizuschauen dann. Ja, Den Link ist, wie Wendland in gesagt. Schatten nennt sich das auch. Genau. Wie gesagt, der Link dazu ist in der Upsala. Videobeschreibung. Und ja, hier ist eine riesige Höhle. Wahnsinn. Ja, ne? Ja, Wie ja. so ein Krater hier, so ein Ja, wie so, Einschlagkrater. genau, wie so ein Krater, ich wollte es gerade sagen. Da ist ein Schaf reingefallen, das arme Schaf. Bist du reingefallen, Eine Alter? Anni Du ist bist auch jetzt da. reingefallen, das arme Schaf. Die arme Anni. Das Wir arme jetzt nicht Schaf. gemeinsam, Ach, hier ist die Alter, Anni. das zu erwarten. Bist Ich du bin wieder hier. vom Baum gefallen, oder? Das bist du, okay, ja. Ich hab gedacht, du bist nach unten gefallen. Ich bin auch nach unten gefallen, in die Also. Höhle rein, da. In Ja. den Krater. Vergesst nicht, rosa Tulpen mitzunehmen. So selten, wie die auch aussehen, sind sie auch. Ja, aber man kommt hier ja, denke ich mal, sicherlich noch mal hin. Nicht alle Tage. Auf dem Rückweg. Ja. Auf Rückweg. Hier ist Lava. Ein bisschen Schnittlauch mitnehmen, ja. Könnte ja ein kleines So. Gastgeschenk machen, den ganzen Bewohnern da. Ja, stimmt, Ein das ist paar eine gute Blümchen Idee. mitnehmen. Nach all den Strapazen, die anscheinend hatten. Klang ja auch sehr dringend, ne? Ja. Da war ich auch geschockt, als ich den Brief gelesen habe. Jetzt müssen wir uns sputen. Genau. Hier Na, ist da eine hätten wir. große Ebene wieder. Vielleicht liegt das Dorf da auch schon. Hoffen wir es mal, dass wir bald ankommen. Ja, das wäre äußerst gut. Und mit dem Bergmassiv, So. das schaut da prächtig aus dort hinten. Ist das ein Ja. Wasserfall oder? Könnte sein, ja. Sieht so aus, ne? Anscheinend Klingt gehört das auch stimmig. noch zu diesen Blumenbergen. Scheint aber nur eine kleine Ebene hier zu sein. Naja. Erstmal hier die Zoom-Taste. Pup. Ja, das ist Wasser. Ja. Schön, schöner Wasserfall. Ich zoome auch mal ran und mach mal ein Foto. Ja, ich würde sagen, ist vielleicht besser, wenn wir mal da durchlatschen, dann so hinten rum Richtung Osten. Dann laufen wir da auch mal durch. So. Doch hier das Wasser hier, wie das hier so runterkommt an der Ja, Seite. das sieht wirklich klasse aus. Wirklich sehr schön. Jo, ja, liebe Zuschauer, falls ihr euch übrigens auch fragt, warum ich da unten 25 Level stehen habe, ich war ein bisschen wieder in der Mine unterwegs und habe ein paar Level mir wieder zusammen, ja, gecraftet und dabei, na, gecraftet ist ja falsch, aber, na, ihr wisst schon, was ich meine. Abgebaut. Abgebaut, ja. Durch das Abbauen von Erzen, Und das ist ja cool, ja. eine fliegende Blumeninsel. Oh, ja, jetzt stimmt. Cool. Schnell ein Foto gemacht. Anscheinend diese kleine Lagune hier, aber das schaut wirklich. Da ist sogar ein Schaf oben drauf. Ja. Wunderhübsch. Oh, mir hat es ja auf der großen Karte hat es mir hinten ein Dorf aufgedeckt, sehe ich Und gerade. dann aber schnell mal hin, das wird Da müssen bestimmt wir das Ort müssen hier sein. hinter anscheinend ein bisschen südöstlich anscheinend. Südöstlich? Ja, ich Okay. kann noch mal gucken, aber ja. Ja, südöstlich anscheinend.
Zumindest laut meiner Karte, wenn ich die jetzt nicht falsch lese. Moment mal, ich kann mir ja mal einen Wegpunkt zu diesem Dorf. Hast du hier einen Banner mitgenommen? Ein Banner? Nee, habe ich leider nicht. Schade. Habe ich nicht dran gedacht. Sonst können wir schnell eins machen. Ich habe jetzt mal einen Wegpunkt zu diesem Dorf dahin gelegt. Das heißt, am besten mir folgen. Ja, wir müssen südöstlich, ich sehe es. Oh, schön hier, auch mündet der Wasserfall hier schön rein. Oh, klasse. Richtig klasse. Oh ja, wunderhübsch. So. Sehr schön. Und ich schwimm. Diese Farbenpracht aber auch, ne? Ja, das ist wirklich klasse hier. Ein schönes hier Stück Wendsland. Ja. Wenn man das noch als Wendsland schönes bezeichnen darf. Wendsland. Okay. Wir haben in die Richtung ja noch keine Grenze festliegt, von daher kann es noch dazugehören, wenn stimmt. Wir wollen. Und ich denke, es gibt keine Gegenstimme, die sagt, dass das hier noch nicht mehr zum Wendsland gehören soll. Kann ich mir zumindest aktuell nicht vorstellen. So, noch 300 Blöcke, sagt mir mein Wegpunktweiser. Wegpunktweiser, ja. Alles da. Hat sich übrigens letztens jemand in den Kommentaren unter meinem Geburtstagsvlog von letzten Jahr, hat sich da jemand drüber beschwert, über meine Rechtschreibung oder über mein Deutsch. Und da habe ich dem dann erklärt, dass ich eigentlich grammatikalisch echt gut bin in Deutsch, aber Rechtschreibung zu wünschen übrig lässt. Jeder macht mal einen Fehler, selbst ich bin ja ausgeschult, ja. Und mache auch noch den einen oder anderen Fehler. Ja, ich auch. Von daher. Das gehört zum Leben. Aber ich finde besser, wenn man mir das schreibt, dann kann ich das erklären, als wenn man einfach so einen Daumen nach unten gibt und nicht schreibt, wieso. Genau. Finde ich dreimal besser. Das habe ich demjenigen auch gesagt. Geschrieben, meine ich. Da hinten scheint auch noch mal eine große Ebene zu kommen, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, da könnte rein theoretisch das Dorf sein. Sind auch nur noch 140 Meter circa. Laut meines Wegpunktes, den ich da in diesem Dorf. Wir wissen natürlich jetzt nicht, ob das Dorf ist, aber ich vermute mal, da es so Richtung Osten, Südosten liegt, könnte es passen. Da ist so. Es. Ich sehe es. Wird mir auf der Karte auch angezeigt. Aha. Das ist schwarze Eichen. Da liegt eins. Mal gucken, vielleicht haben sie auch einen Dorfbaum gepflanzt oder so. Oder wenigstens so einen Baumstamm oder so stehen. Mal gucken. Oh, schönes Dorf hier. Ist heute Sonntag oder? Ah, hier. Guten Tag. Ja, hi. Ich bin der Enrico, ja. Ja, wo komme ich denn hier zum Dorf überhaupt? Oh ja. Ach, ihr habt keins, okay. Ja, ich werde euch helfen. Ich werde mal gucken, was ich tun kann. Beziehungsweise wir werden gucken, was wir tun können. Oh, schaut hier mal. Hier oben sind sie alle. Ah. Hier oben. Da ist. Ah ja. Hier ist auch das Dorf am Rande der Bergen. Bergsteffen. Aha. Ja, Sittig ist noch weiter unten, ja. Nee, ich bin im Dorf, alles gut. Ja, ich meine damit weiter unten vom Dorf. Guten Tag. Dreht euch mal um. Ihr solltet euch mal umdrehen und nach da oben schauen. Ja. Da steht ein riesiger Turm. Ein Turm. Ob das der Magier-Turm ist? Was meint ihr? Bestimmt. Müssen wir mal fragen, hier du. Ist das da oben der Magier-Turm? Von dem bösen Magier, von dem er mir geschrieben hat? Weißt du nicht, okay. Ich frag mal. Schüttelt den Kopf. Weißt du was für den Magier-Turm? Der Turm vom bösen Magier-Turm? Ja. Ja. Okay. Also sie sagt, die junge Dame hier sagt, die Waffenschmiedin hier. Junge Dame. Ja, die junge Dame bei sagt. Bei mir ist es ein Mann. Bei mir. Naja, auf jeden Fall sagt der Dorfbewohner hier. Hui, Entschuldigung. dass das dieser Magierturm ist, okay. Ich würde aber sagen, wir suchen uns erstmal ein kurzes
aus zur Übernachtung. Mhm. Habt ihr irgendwo eine Unterkunft oder so? Hallo, bleib mal stehen. Hier, du. Habt ihr irgendwo eine Unterkunft? Hab ich leider nicht. Danke für das. Okay. Welches? Okay. Das. Das anscheinend. Aber wo ist der Eingang? Hier scheint es reinzugehen. Ah. Ich stell mir ein paar Fackeln auf. Ja, gute Idee. So, wir sind auch schon wieder 10 Minuten auf Sendung. So, wir können uns schon hinlegen. Jo, ich liege auch. Cedric liegt auch, wunderbar. Super. Wir werden beobachtet. So. Ja, hier. Enrico, ja, und das sind, genau, wir sind aus Hohenstein. Genau, ja. Ja. So, hab ich Holz? So, okay, ich hau erstmal in das Buch hier nochmal rein. Die schreiben was von Auserwählten, die wir finden sollen. Ich weiß nicht, wollen wir mal hoch zu dem Magierturm gehen, oder was meint ihr? Hm. Ich gucke mir erstmal ein bisschen um. Ah, da hinten, hier geht der Weg anscheinend hoch. Eventuell. Kleine Kirsche, und die haben sogar einen Schmied, haben sie auch noch hier. Okay. Guten Tag. Und hier sind ganz viele Felder. Also die sind wird alles gut. Gut versorgt, das Dorf hier, aber sie haben trotzdem. Was der Schmied in seiner Truhe drin hat. 5 Eisenbahnen, einen Sattel, 2 Brote. Also den Sattel nehme ich mal mit. Den Sattel können wir doch, denke ich, gut gebrauchen. Vielleicht brauchen die den Sattel ja auch selber. Ja. Hast du auch wieder recht. Okay, ich tu ihn wieder zurück. Der beklaut die Bewohner. Oh ja. hier ist eine Kirsche, okay. Eine Kirsche? Guten Tag. Eine Kirsche. Eine Kirsche. Eine Kapelle, Entschuldigung. Ich korrigiere mich. Hier war da irgendwo eine Werkbank, oder? In diesen Teilen? Ah ja. Das ist hier geht's rauf. Ist gut. Okay. Was machst du, Cedric? Ich crafte das Banner. Ah, du craftest das Banner. Gute Idee. So. Okay, ich lege hier mal den Wegpunkt. Ja, da sind wir doch angekommen, Leute. Die Folge ist jetzt bei mir leider auch schon wieder um. Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß beim Zuschauen. Mir hat es auf jeden Fall wieder viel Spaß gemacht und wir sind auch auf jeden Fall ein großes Stückchen näher gekommen. Da hinten ist der Turm, da werden wir uns dann demnächst mal hinbegeben. Genau. Und dann verabschiede ich mich hier gemeinsam mit der Anni und mit dem Cedric. Jo. Und wir sagen dann bis zu einer neuen Folge von den Gründing von Hohenstein. Macht's gut und tschüss. Ciao. Tschüss.